Hallo, ich begrüße euch wieder zu einer neuen Folge von unserer Webinarserie Erneuerung und Innovation. Heute geht es um das Thema, um was geht es wirklich? Mein Name ist Tom Wittig und ich führe euch wieder durch dieses Webinar und stehe am Ende wieder für Fragen und Antworten zur Verfügung. Ja, unser Thema ist heute das Anliegen, eines der drei wesentlichen Eckpfeiler und Fragen im Zusammenhang mit Innovation und Erneuerung. Und heute möchte ich von einem Beispiel sprechen, also nach der kurzen Einleitung, dann zwei Übungen während des Gesprächs vorstellen, die ihr auch immer wieder machen könnt. Und natürlich auf die drei wesentlichen Fragen eingehen, die uns jetzt durch diese Serie begleitet haben. Es wäre toll, wenn ihr wieder reichlich Feedback gebt, auch teilt und liked auf den verschiedenen sozialen Medien, in Facebook und auch in YouTube, wo später das Replay von diesem Webinar wieder verfügbar sein wird. Oft höre ich von Teilnehmern in den Seminaren, auch in den Live-Seminaren, ich stecke fest und ich kann mir nicht einmal erklären, warum und wie ich da jetzt wieder weitermachen kann. Oftmals kommt das nach einer sehr intensiven Phase oder auch nach einer sehr erfolgreichen Phase, auch gerade im beruflichen Umfeld. Und irgendwann kommt vielleicht jeder mal an den Punkt, wo man selber feststeckt und dann einfach sich nicht erklären kann, wie bin ich da reingekommen und wie komme ich da wieder raus? Also wie komme ich wieder in die Gänge, wie man so schön sagt. Oftmals ist die Frage bei diesen Aufstellungen, gerade wenn es um derartig gelagerte Themen geht, um was geht es denn wirklich? Und das ist die Frage, die uns heute hier beschäftigt. Noch einmal kurz ein Rückblick, wenn wir uns mit systemischen Aufstellungen und Systemvisualisierung befassen, dann geht es in erster Linie immer auch darum, alle im Blickfeld zu haben und zu behalten, die zu dem jeweiligen System dazugehören. Das können alle derzeitigen und früheren Mitglieder eines Familiensystems sein oder einer Organisation, aber auch oftmals andere Menschen und ihre Umstände und ihre eigenen Schicksale, die damit zusammenhängen. Also beispielsweise in der Familie gehören nicht nur die Eltern dazu, sondern auch die Großeltern und Geschwister und verschiedene Onkels und Tanten natürlich der Eltern. Die ja, grüne Blume, möchte ich sagen, haben wir jetzt in den vorhergehenden Webinaren öfters gesehen. Ich möchte es hier noch einmal kurz aufführen. Wenn wir über Systeme im Arbeitsumfeld sprechen oder in Organisationen, gilt es natürlich, alle auch damit einzubeziehen, die dort betroffen sind und beteiligt sind. Also nicht nur die Mitarbeiter und den Inhaber und derjenigen oder demjenigen, um den es dann tatsächlich geht, dessen Anliegen wir uns annehmen, sondern es gehören andere dazu, beispielsweise die Geldgeber, die früheren Investoren, die jetzigen Investoren, aber auch die betroffenen Menschen und Kunden, auch solche, die zum Beispiel nicht direkt mit der Firma im Kontakt stehen, aber zum Beispiel durch die Produkte oder Leistungen der Firma beeinträchtigt werden oder vielleicht sogar zu Schaden gekommen sind. Und ganz wichtig natürlich die Gründer. Vor allen Dingen sehen wir das bei vielen traditionsreichen und auch Familienunternehmen, dass die Gründer eine ganz besondere Rolle auch in den Systemen einnehmen, die es natürlich zu beachten gilt. Auch vor allen Dingen dann zu beachten gilt, wenn jemand neu in eine Organisation kommt und beispielsweise neu eine Führungsaufgabe übernimmt. Die drei wesentlichen Fragen, mit denen wir uns befassen in der Serie, ist zum einen, wer gehört dazu, wer gehört zum System, also mit wem steht der oder diejenige auch in Verbundenheit, um was geht es, das soll unser Thema heute sein, davon gleich etwas mehr. Und die dritte Frage, wem dient es?
Wem dient auch die Erneuerung? Wem dient die Innovation? Diese drei wesentlichen Eckpfeiler sind, so haben die Erfahrungen mit vielen Aufstellungen und vielen Klienten auch gezeigt, wesentliche Fragen, über die man sich an dieses Anliegen annähern kann. Natürlich, jedes Anliegen und auch jede Situation, jedes System ist vielfältig. Also das Leben und die Menschheit hat natürlich unendlich viele Facetten und Varianten. Aber es ist trotzdem gut, sich über eine bestimmte Ordnung, eine bestimmte inhärente Ordnung an solche systemischen Zusammenhänge heranzuwagen, heranzutasten. Ja, die wesentliche Frage heute, um was geht es? Und hierbei geht es in dieser speziellen Frage ganz im Besonderen darum, in Einklang zu kommen, in eine Resonanz zu kommen. Zunächst einmal, bevor überhaupt irgendeine Arbeit mit systemischen Aufstellungen beispielsweise vorwärts gehen kann. Denn nur wenn ich natürlich genau das Anliegen erfasst habe und das wirkliche Anliegen, um das es geht, dann bin ich natürlich auf dem Weg zu möglichen Lösungswegen, Lösungsvorschlägen zu kommen, natürlich. Und diese Frage steht mit den anderen drei Fragen in direktem Zusammenhang, beispielsweise im Zusammenhang der Verbundenheit, nicht nur um was geht es, sondern auch wer gehört dazu? Wer ist von diesem System betroffen? Wer hat dort eine Beteiligung an dieser Situation oder auch an der Verstrickung und aus der Dynamik, die sich aus dieser Situation ergibt. Also wir sehen nicht immer nur den Einzelnen, der mit seinem Anliegen im Blickfeld ist, sondern natürlich alle, die damit zusammenhängen. Und gleichermaßen der Zusammenhang mit der Frage des Dienens, wem dient es, ist natürlich hier eine Frage nach Sinn und natürlich auch, ja, ganz im Besonderen dem Dienen. Also um was geht es? Und wenn wir dieses Anliegen gelöst haben, wie steht es dann auch im Zusammenhang mit dem Dienst, mit dem Service auch in dieser Firma und dem Dienst im Sinne des weiteren Wachstums und des weiteren Lebens für diese Firma? Kann es dadurch auch weiterhin gelingen? Ja, die Einsicht auf den zweiten Blick klingt zunächst mal wie ein Widerspruch, aber ich möchte das mit einem Beispiel vielleicht erklären. Und zwar ging es in diesem speziellen Fall um eine Aufstellung in einem Betrieb, ohne jetzt hier auf Details einzugehen, um wen oder was es sich handelt. Aber wir sind in dieser Aufstellung auch an einen Punkt gekommen, wo es scheinbar zunächst keine Lösung gab. Also auch die Verbindung zu den Eltern dieses Gründers, der Gründer hier mit der grünen Kleidung auf der linken Seite dargestellt, hat den Weg einfach nicht weiter nach vorne gefunden. Und die Frage, die sich zunächst hier draus ergab, wer gehört dazu? Und wir haben natürlich die Eltern aufgestellt, Vater und Mutter hier, sehen wir direkt neben der Person und natürlich die verschiedenen anderen Personen und auch Bereiche aus dem Unternehmen. Aber das hatte offensichtlich gar nichts mit der Situation und mit dem Anliegen zu tun. Und wir erkennen das oft daran, dass es gar keine Bewegung gibt, dass es also keine weitere Energie gibt, die sich auch dort entfaltet und der wir nachgehen können. Also hier ist natürlich eine gewisse Vorsicht geboten, eine Verantwortung auch geboten, um genau zu erfassen, um was geht es wirklich. Der weniger richtige Weg wäre jetzt hier versuchen, mit guten Zureden oder anderen vermeintlich guten gemeinten Ratschlägen weiter zu operieren, sondern wirklich herauszufinden, um was geht es? Was ist eigentlich das zugrunde liegende Anliegen, das die Erneuerung, die Innovation in dieser speziellen Situation erschwert oder auch verhindert? Und dazu gibt es eine Übung, also eine der ersten Übungen, die ich kurz vorstellen möchte, die auch jeder für sich einfach nachvollziehen kann. Und es ist die Frage nach einer Bewegung zu mehr oder einer Bewegung zu weniger.
Ich kann mir das beispielsweise so vorstellen, dass ich zwischen zwei Bereichen oder zwischen zwei Polen stehe. Jeder Klient kann sich das auch vorstellen. Steht zwischen zwei Polen und die Frage ist, zu welchem dieser Pole zieht es mich in diesem Moment, in diesem Augenblick, in dem Jetzt hin? Zu dem Weniger oder zu dem Mehr? Eine sehr einfache Übung, für die man sich auch den Raum und die Zeit gibt, also wirklich die volle Zeit gibt, um das zu erfahren und zu erspüren, wo diese innere Bewegung hingeht. Denn diese innere Bewegung steht natürlich in dem Zusammenhang mit dem gesamten System und den Bewegungen, die im System vorhanden sind oder auch nicht. Und in diesem Beispiel kam heraus, dass es diese Person halt zu einem Weniger zieht, also zu einer Abwärtsspirale. Und das ist eine ganz wesentliche Erfahrung, eine einfache, aber wesentliche Erfahrung und auch eine einfache Frage, die wir uns oft nicht stellen, wenn wir an einer derartigen Situation angekommen sind, an einer Weggabel und uns auch nicht entscheiden können, wie kann es jetzt weitergehen, wie kann ich weiter nach vorne gehen. Die Frage, wie immer, ist es, wie kann Erneuerung gelingen? In welchem Zusammenhang, in welchem Gesamtzusammenhang ist sie zu sehen? Und wie können wir auf Lösungswege kommen? Wie kann es weitergehen? Ich möchte dazu auch wieder das Beispiel aufgreifen. Und wir haben in der Aufstellung gesehen, dass der Vertreter für diese Person, also für den Mensch, der jetzt in der grünen Kleidung dargestellt ist, dass der Vertreter immer auf den Boden geschaut hat. Also dort ist eine gewisse Präsenz, ein Platz, der nicht besetzt ist, eine Energie offensichtlich vorhanden. Und wir haben dort eine Person, einen Stellvertreter hingestellt für jemand, der dort im Familienkreis gestorben ist, der auch nicht beachtet wurde bisher, der also keinen Platz gefunden hat. Und diese Situation hat gleich eine Bewegung ausgelöst in dem System, dass diese Verstrickung auch dadurch zutage kommt. Es geht hier gar nicht im Detail darum, jetzt zu erklären, was genau diese spezielle Situation auch in dieser Familie war, sondern einfach auch zu erfahren und zu erspüren, wie kann es weiter in diesem Zusammenhang nach vorne gehen. Und oftmals, was wir erleben, auch in diesen Aufstellungsseminaren, ist, dass all diejenigen, die daran teilnehmen und auch diejenigen, die jetzt nicht mit ihrem Anliegen direkt nach vorne kommen und betroffen sind, sondern auch Teilnehmer sind, oftmals von der gleichen Bewegung erfasst werden. Und oftmals berichten viele Teilnehmer, dass ein Anliegen ist, was auch sie in irgendeiner Art und Weise aktuell betrifft oder schon bereits einmal betroffen hat. Und das ist eine ganz wesentliche Erkenntnis, die uns zeigt, dass dieses Feld, in dem wir uns bewegen, dieses Feld verhält sich nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten und geht weit über das hinaus, was wir auch direkt vor uns haben und direkt vor uns sehen. Also ein Feld, ja quasi so wie andere Felder wie Magnetismus oder Gravitation, die uns in einer besonderen Art und Weise erfassen, die wir aber nicht so sehen können. Und wir machen das Unsichtbare durch diese Visualisierung auch sichtbar. In dem besonderen Fall hier ging es darum, und wir konnten hier die gesamte Aufstellung auch reduzieren auf das wirklich Wesentliche. Und es ist oftmals so, dass es wirklich nur um das Wesentliche geht. Und ich sage immer, eine gelungene Aufstellung ist diejenige, wo es dann auch nichts mehr hinweg zu geben ist, nicht wo mehr hinzuzufügen ist, so dass es dann ganz unübersichtlich wird, sondern wo man wirklich sich auf das Allerwesentlichste fokussieren kann. Und hier geht es darum, dass der Beteiligte eben einen
ein verstorbenes Familienmitglied sieht und diesem Familienmitglied einen Platz gibt und auch innerlich sagt, ich sehe dich und nun gebe ich dir einen Platz. Ein Platz in der Familie, einen Platz in meinem Herzen und somit auch eine Energie und ein Bewusstsein, das vorher nicht da war, das aber auch gesehen werden möchte und das zu diesem System gehört, das praktisch eine Zusammenführung in diesem System bedeutet. Und wenn diese Dinge ans Licht kommen, wie auch in diesem Fall, erleben wir das für viele in einer sehr heilsamen, auch geradezu wohltuenden Bewegung. Oftmals passiert nicht gleich etwas sofort und ich rate jedem auch, wirklich sich die Zeit zu nehmen und auch nicht sich ausquetschen zu lassen über diese Bewegung, sondern einfach diese sich entfalten zu lassen über einen viel längeren Zeitraum, über Tage, Wochen und auch Monate. In dieser Aufstellung ging es dann so weiter und auch so zu Ende, dass die Teilnehmer wieder in eine Bewegung gekommen sind und auch, dass Teilnehmer in dem System, in dem Unternehmen, um das es auch hier geht, sich auch wieder gegenseitig gesehen haben und aufeinander zubewegt haben. Das ist natürlich eine Grundvoraussetzung für jede Organisation, dass die Menschen, die dort miteinander in Verbindung stehen, sich auch gegenseitig sehen und auch in einer gemeinsamen Bewegung weiter nach vorne gehen können. Denn wenn jeder in eine andere Richtung ausschwärmt und mit seinen Kräften an diesen Mittelpunkt des Geschehens zieht, dann kann sich eine Unternehmung auch nicht bewegen. Im einfachsten Fall ist sie dann lahmgelegt, aber in schlimmsten Fällen kommt es natürlich auch dazu, dass die Bewegung eben genau in dieser Todesspirale sich befindet, wo keiner mehr einen ersten Schritt machen kann und nach vorne gehen kann. Und diese Verhältnisse und diese Zusammenhänge gilt es natürlich auch ans Licht zu bringen, so dass eine Lösung offensichtlich werden kann und ihren Lauf nehmen kann. Oftmals ist es aber nicht einfach, diese Bewegung zu sehen und gerade dann, wenn wir, wie man so schön sagt, in einer bestimmten Betriebsblindheit gefangen sind, mit der wir einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen können, im wahrsten Sinne des Wortes. Und hier möchte ich eine zweite Übung vorschlagen, die auch wieder jeder für sich machen kann, sowohl in Gedanken oder auch in einer privaten Minute, in einer privaten Stunde, aber vor allen Dingen auch in der Natur möchte ich dazu raten, also mehr in die Natur zu gehen und in den Wald zu gehen und wieder in den Kontakt zu kommen, um mehr zu erkennen. Und ich stelle mir dabei vor, zum Beispiel, dass ich direkt vor einem Bild stehe oder einem Baum praktisch stehe, wo ich zunächst überhaupt nichts erkennen kann. Ich sehe nur direkt vor mir ein paar farbige Flecken, die aber mir nicht wirklich sagen, was ich eigentlich sehe oder wo ich mich befinde und wie das ganze Objekt zu mir steht. Wenn ich aber einen Schritt oder mehrere Schritte zurückgehe, werden so langsam die Umrisse klar und ich habe eine bessere Orientierung. Ich sehe auch ein größeres Bild, um das es hier geht. Also ich fange dann an, wirklich das gesamte Bild zu erfassen. Wenn ich immer weiter zurückgehe, sehe ich natürlich immer mehr und auch die Konturen in diesem landschaftlichen Feld, wenn man das so möchte, im wahrsten Sinne des Wortes hier ein, wie man schon sehen kann, ein sehr schönes Rapsfeld an einem Frühlingstag. Und je weiter ich zurückgehe, desto schöner wird mir natürlich, desto besser wird mir natürlich auch die Schönheit dieser ganzen Landschaft bewusst und hier auch diese einsame, schöne Wolke, die ja aussieht wie ein Flügel dort oben sich am Himmel bewegt. Und das ist ein Beispiel, wie ich auch bewusster mit solchen Situationen umgehen kann, um erstmal in eine Einschwingung, in einem Einklang zu kommen und das gesamte Bild zu gehen. Um was geht es eigentlich wirklich? Sehe ich das gesamte Bild? Sehe ich alle Facetten, alle Teilnehmer oder in diesem Fall alle
Pflanzen, Blüten, Berge, Bewegungen, Hügel und Abgründe, die sich damit verbinden mit dieser Situation. Also eine einfache, auch gedankliche Übung, zu der ich jedem hin und wieder gerne raten kann. Welche Einsichten ergeben sich aus einer derartigen Arbeit? Natürlich ist alles und alle sind miteinander verbunden. Und man kann sagen, dass oftmals die wirklichen Anliegen gar nicht erkenntlich oder sichtbar sind. Das wird einem aber erst so nach und nach wirklich klar, wenn man einfach sich festgefahren hat und nicht mehr weiterkommt. Und diese Verstrickungen, die sich daraus ergeben, die oftmals dann entstehen, wenn wir eben genau diese Ordnungen nicht mehr erkennen oder vielleicht sogar Dinge tun, die gegen die bestehenden Ordnungen angehen, dann setzen natürlich schwierige Dynamiken ein, die teilweise ihren eigenen Lauf natürlich nehmen. Um das wirkliche Anliegen ans Licht zu bringen, geht es also darum, genau auf diese Energien und diese Bewegungen einzugehen und diese wirklich ans Tageslicht zu befördern in einer heilsamen Bewegung. Und hier nochmal kurz aufgegriffen diese beiden Übungen, eine Bewegung zu mehr oder eine Bewegung zu weniger. Das war die erste Übung, die ich kurz angesprochen habe. Und die zweite natürlich einfach zurückgehen und zurücktreten, sich nicht aus dem Feld herausziehen, sondern einfach alle in dem Blickfeld zu haben, die zu dem Familiensystem, zu dem organisatorischen System, zu der partnerschaftlichen Beziehung einfach dazugehören, um das Ganze zu sehen und auch denjenigen mit seinem dazugehörigen System zu sehen. In der Partnerschaft und in Ehen ist es oft so, dass natürlich jeder der beiden Partner seine Eltern, seine Familie, seine Herkunftsfamilie mit in diese Partnerschaft hineinbringt. Und es gilt natürlich so anzuschauen, dass alles gesehen werden kann und ich nicht nur mit starrem Blick oder einem Tunnelblick auf das Gegenüber schaue und sagen, warum will der sich jetzt nicht bewegen? Warum kann ich mich jetzt nicht bewegen aus dieser Geschichte? Sondern wir stehen im Zusammenhang mit all den Personen, die zu uns gehören und auch all den Schicksalen und Sonderbarkeiten, die natürlich damit verbunden sind. Dafür Beratende möchte ich auch ein paar Dinge mitteilen. Und zwar natürlich ein wesentlicher Punkt ist, dass das, um was es zunächst mal geht, das Anliegen, so wie es vorgetragen oder vorgegeben wird, oftmals gar nicht das ist, um was es wirklich geht. Also das kann man fast in fast allen Fällen erstmal, ja, ich möchte fast sagen, vergessen und sich einfach wirklich mal ohne Absicht auf die Bewegungen einlassen, die sich auch aus einer systemischen Aufstellung ergeben. Ich rate vor Vorsicht mit vor allen Dingen mit langen Erklärungen. Also ein Teilnehmer in einer Aufstellungsgruppe beispielsweise sein Anliegen vorträgt und schon sehr lange braucht, das zu erklären, dann muss man sich unter Umständen fragen, ob man überhaupt mit diesem Anliegen und mit der Person zusammenarbeiten möchte und zusammenarbeiten kann, weil es geht oftmals gar nicht um vor allen Dingen die Dinge, die mit langen Erklärungen vorgetragen werden. Einen Blick für das gesamte System einnehmen und auch diejenigen, die vielleicht ausgegrenzt sind oder verteufelt werden in einem derartigen System. Auch diese brauchen natürlich einen Platz in der gesamten Umgebung. Und dann mit den Beobachtungen gehen. Und oftmals ist es halt so, dass die Anliegen und Lösungen sich aus den Bewegungen ergeben, die sich entfalten. Und nicht aus den reinen Verhältnissen, wie die Leute zueinander stehen. Man sagt ja auch wirklich im allgemeinen Sprachgebrauch, wie stehst du zu dem, wie stehst du zu der, wie stehst du zu einem bestimmten Sachverhalt, sondern auch aus den Bewegungen, die sich daraus ergeben. In den Aufstellungen arbeiten wir hier natürlich auch mit Stellvertretern und die Bewegung der Stellvertreter und das Verhalten der Stellvertreter in diesem Feld gibt uns wertvolle Hinweise, um was es wirklich geht. Und wenn ich das weiß,
kann ich auch ein neues Bild geben. Denn auch durch dieses neue Bild, durch das neue mentale Bild, entsteht natürlich auch eine bestimmte Handlung. Ja, oftmals ist es so, dass wir auch gar nicht das gesamte Bild sehen können. Und es ist dann hilfreich, wenn uns ein Dritter von außen her uns einfach aufzeigt oder vielleicht auch ein neues Bild vorstellt, das unsere Bewegung dann auslösen kann. Ja, wie immer möchte ich darauf hinweisen, dass es weiterführende Informationen gibt zu dem Thema. Also eine kleine Sache, die jeder tun kann, ist die zum Beispiel die drei wesentlichen Meditationen angeboten werden auf der Academy beziehungsweise auch auf Udemy für diejenigen, die auf Udemy lieber solche Kurse verfolgen. Und hier geht es genau darum, auch diese drei Fragen mit geführten Meditationen zu erfahren oder auch in dem E-Book nachzulesen. Ich schlage auch vor, im Kontakt zu bleiben auf unserem YouTube-Channel. Am besten den Channel abonnieren. Das ist kostenfrei und so bleibt man immer auf dem Laufenden und am Ball und sich natürlich in die E-Mail-Liste einzutragen für die nächsten Webinare. Okay, bevor ich dann jetzt zwei, drei Fragen aufnehme hier, sei noch dazu gesagt, wer Themen anfragen möchte oder vorschlagen möchte oder auch Seminarorte vorschlagen möchte, kann sich gerne an uns wenden, an mich wenden über constellations@vitigonia.net. Und ja, ich freue mich natürlich auch über jedes Feedback. Bevor wir jetzt zum Q&A gehen, sage ich noch, das Q&A gibt es jeweils hier live im Webinar. Also diejenigen, die gerne live eine Frage stellen möchten, anonym natürlich. Jeder kann sich beim Einloggen seinen eigenen Namen hier überlegen. kann man hier live die Fragen platzieren oder aber auch zwischendurch auf Facebook, in der Facebook-Gruppe, Facebook-Seite, facebook.com/Constellateur. Okay, gut, das war es soweit zu unserem Thementeil von heute. Ich möchte wie immer so zwei, drei Fragen aufgreifen, die mittlerweile reingekommen sind, auch online reingekommen sind. Ja, eine erste Frage ist hier, wobei ich in der Regel selten sagen kann, ob diese Frage jetzt beispielsweise von einer weiblichen oder männlichen Person kommen. Also das spielt in der Regel auch nicht so eine große Rolle. Ja, die erste Frage ist, wie kann ich das in meiner Familie anwenden? Und gibt es dazu Unterschiede zwischen diesen Meditationen oder der Vorgehensweise in Familien und in Firmen? Eine gute Frage. Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung berichten, als ich mit der Aufstellungsarbeit angefangen habe. Ich habe selber ja viele Jahre auch in der Industrie gearbeitet und war natürlich sehr daran interessiert, die organisatorischen Aufstellungen natürlich gleich zu betrachten und zu lernen, habe aber dann festgestellt, der Weg führt immer über die Familienaufstellung. Mhm. Denn erst, wenn ich das selber erfahre in der Familienaufstellung, mich selber erfahre oder auch die verschiedenen Zusammenhänge und Ordnungen erfahre, habe ich natürlich eine Möglichkeit, das auch in einen größeren Gesamtkontext auch in der Firma und in Organisationen natürlich zu sehen. Aber im Grunde genommen, die Vorgehensweise ist die gleiche. Es gibt ein paar Unterschiede zwischen die ich selber erlebt habe oder auch wie ich selber praktiziere, wenn ich mit Firmen versus Einzelpersonen oder Privatpersonen oder Paaren und Familien arbeite. Da gibt es schon natürlich Unterschiede, weil auch jede Organisation natürlich etwas anders gelagert ist und auch andere vielleicht auch andere Strukturen hat, die damit einhergehen, auch andere Dynamiken damit einhergehen. Ja, aber im Grunde genommen die fundamentale Vorgehensweise ist in etwa die gleiche. Man muss jetzt natürlich noch unterscheiden zwischen der klassischen Vorgehensweise, wo auch noch viel direktiver gearbeitet wurde, wo also auch die Menschen mit den Teilnehmern mit vermeintlich guten Absichten natürlich Wege aufgezeigt wurden, und dem neueren Familienstellen, das in eine neue Dimension auch geführt hat in der Arbeitsweise.
Das sind Themen, die ich auch immer wieder in den Seminaren aufgreife, um auch die dort die Unterschiede zu veranschaulichen und zu verdeutlichen. Aber im Grunde genommen, die Antwort ist, also die Vorgehensweise heutzutage ist sehr ähnlich zwischen Familien und Organisationen. Ich persönlich arbeite aber immer etwas anders mit Führungskräften in Organisationen, wenn es darum geht, Führungskräfte zu begleiten oder sie zu beraten. Ja, hier ist eine Frage. Du hast davon gesprochen, dass die Berater zunächst mal den ersten Eindruck verwerfen sollten. Wie komme ich denn dann zum zweiten Eindruck? Ja, das ist eine gute Frage. Die wesentliche Frage natürlich. Also wenn ein Klient zu mir kommt in einer Aufstellung und sagt, okay, ich habe folgendes Anliegen, dies und das, und fängt an, wirklich alles drumherum zu erzählen, dann zunächst mal unterbreche ich dieses Antwortverhalten und den Schwall von Informationen. Denn oftmals bekomme ich die Information entweder schon bereits in den ersten Minuten oder, was noch wichtiger ist und noch effektiver vor allen Dingen, ich bekomme viel mehr Informationen einfach über die Aufstellung. Das erfordert allerdings eine andere Haltung auch von demjenigen, der die Aufstellung leitet. Das ist sicherlich auch ein großer Unterschied zwischen der neuen Vorgehensweise und der neuen Familienaufstellung und der klassischen Familienaufstellung, dass vor allen Dingen mit einer anderen Haltung an die Sache herangegangen wird. Das erfordert aber auch eine gewisse Erfahrung und Verantwortung und eine Öffnung dieser neuen Vorgehensweise. Ein gewisser Mut, möchte ich auch sagen, gehört in einer Art und Weise dazu. Und natürlich vor allen Dingen für Beratende, die jetzt zum Beispiel eine Firma beraten, sehen sich natürlich oft unter einem Druck, mit einer Lösung vorzukommen. Denn dafür werden sie ja auch letztendlich engagiert und auch bezahlt. Aber was ist, wenn ich jetzt auf den Klienten zugehe und sage, ich habe erstmal keine Lösung und wir schauen mal, was sich jetzt daraus ergibt? Das ist natürlich eine ganz andere Vorgehensweise, die vielleicht auch erstmal zum großen Erstaunen führen kann. Aber oftmals ist es so, dass wir sehen in der Regel, dass wir zu Lösungen kommen, die uns auf den ersten Blick einfach überhaupt nicht sichtbar waren, die gar nicht transparent waren, auf die wir gar nicht gekommen wären. Und das ist eben genau das Wesentliche. Das sind eben genau diese Fragen, wo wir auch mit dem Management-Know-how, mit dem Methoden-Know-how in der betrieblichen Führung auch oftmals nicht weiterkommen, wo wir merken, das hat gar nichts mit den rationalen Erwägungen zu tun. Hier sind hochkarätige Leute am Werk, die top ausgebildet sind, aber mit der Sache einfach nicht weiterkommen. Und das sind ganz andere Bewegungen, die dann hier eine Rolle spielen. Und die kann ich natürlich nicht mit dem alten Instrumentarium begehen und auch bearbeiten. Das führt in der Regel zu gar nichts. Vielleicht sogar verschlimmert das die Situation noch viel mehr. Dazu gibt es viele Beispiele, die ich auch immer gerne in den Seminaren erzähle, ohne dort jetzt natürlich die persönlichen Aspekte von den Beteiligten herauszustellen, sondern man sieht an den Beispielen vor allen Dingen auch, was dort wirklich an Verstrickungen in den Betrieben oftmals vorhanden ist und wie man diesen begegnen kann. Das ist keine Sache von einem Tag oft und auch manchmal nicht von einer Woche, sondern das vollzieht sich dann über größere Abläufe. Aber der Aha-Moment, da sieht man oft, dass vielen auch im wahrsten Sinne des Wortes ein Stein vom Herzen fällt. Ja, mit diesen Ausführungen möchte ich es für heute erstmal wieder belassen. Wie immer gibt es weitere Gelegenheit, auch in Facebook in die Diskussion einzusteigen oder auch in der direkten Ansprache. Und ich freue mich, wenn ihr wieder bei dem nächsten Webinar dabei seid. Ich bekomme auch zwischen den Webinaren viele Zuschriften auf dem E-Mail-Weg, die auch wieder neue
Fragen aufwerfen. Also die Liste von Fragen ist lang und gut gefüllt und ich denke, wir werden hier noch einige spannende Themen haben, die wir zusammen anschauen können. In diesem Sinne bedanke ich mich, wie immer, es gibt hier eine Liste von weiteren Informationen auf vielfältigen Social-Media-Kanälen und freue mich, wenn wir einfach beim nächsten Mal wieder über ein spannendes Thema sprechen können. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Glück und gutes Gelingen mit der Innovation, mit der Nachfolge und auch mit der täglichen Erneuerung. Bis bald.